Los, Mahlzeit, meine Damen und Herren. Please stand by. Ja. Hopp, hopp. Rinder. Rinder ins Scheusal. Nein, Quatsch. Warum ins Scheusal? Wir müssen mit ihm reden. Den Besitzer dabei helfen, die Eindringlinge abzuwehren. Sollten Sie jetzt nicht schon auf halber Strecke zum Ort des Rituals sein? Ach, Marcella, eine ganz extreme religiöse Fanatikerin. Glauben Sie ihr kein Wort. Ihr Geist ist so wirr wie der dieser missratenen Sumpfbewohner. Okay. Lassen Sie sich nicht umbringen. Sollten wir ihm nicht helfen? Die Villa untersuchen, die Herzogin Gambit verlassen. Besitzer der Villa dabei helfen? Wo ist denn diese Fuck-Villa? Servus. Servus. Was? Ach so, ich muss erst rausgehen. Seite. So, wir müssen nach Südosten. Da liegt was. Ah! Holoband-Notiz. Nachricht von höchster Priorität. An unserem Standort wird Verstärkung benötigt. Wer immer mich hören kann, mein Name ist Werner. Ich komme. Wir haben doch gerade was aufgesammelt. Flussschifffahrkarte. Werd das nie lernen. Ich wollte schon sagen, was ist denn das jetzt? Aber das ist das Radio. Alter Schwede. Da ist ja schon wieder eine. Zwei. Wird die nicht schon? Nee, mehr als zwei, es sind sogar drei. Aber ich muss da hin. Okay, mal gucken, wenn wir leise laufen, was dann passiert. Noch sind wir versteckt. Den haben wir. Warum habe ich eigentlich noch den verkehrten Anzug an? Sehe ich ja eben erst. Auf die Füße! Ja, du auch. Die haue ich auch noch den Fuß weg. Ja. Jo. Jetzt. So, Kleidung. Wieso haben wir den Schrott eigentlich an? Ach, ist kaputt. Auch kaputt. Okay.
natürlich schlecht, ja. Hier haben wir doch schon gesessen. Oder hier wollten wir uns doch schon mal hinsetzen. So, wo ist der andere? Oh Gott, haben die mich jetzt schon wieder gekillt und gegrillt und was weiß ich alles. Wo ist denn die? Oh, leck mich. Entschuldigung. Hier muss was sein. Ah, ich sehe es. Hallo? Immerhin Schrotpatronen haben wir schon nochmal. Und was zu essen haben wir bestimmt auch. Obwohl. Ja doch, hau mal. Außerirdische. Ganz mysteriöse Geschichte hier. Dachchen. Ich soll mich zu euch setzen? Ganz bestimmt nicht. Wir finden auch nichts, ist auch nichts da zum Finden. Okay. Ach, du ahnst es nicht.
Der Großband, der auf diesem Lesepult liegt, muss das Kriff-Beknie sein. Das Buch ist mit einer Flüssigkeit benetzt, die nach frischem Blut aussieht. Das nehmen wir mit. Erfüllt. Das. Oh, schön ins Gesicht. Outsider! Genau, zappel mal schön. Ui! Au! Okay, den haben wir. 10 mm Schuss, Menschenfleisch. Unterhebel Repetiergewehr. Soll man das mal mitnehmen? Was ist das für Waffen? Oh, da haben wir genug dafür. Okay. So, wir müssen jetzt wieder raus. Alter Schwede, das geht überhaupt nicht. Das machen wir ganz einfach. Wir nehmen den Stealth Pack und verschwinden. Fresh meat, you done mess up now, outsider. Wir sind schneller. Stimmt. Oh. Das schaffen wir. Yes! Wir sind raus! Wir sind raus! Das ist gut. Warum qualmt das Haus? Ist das dieses Haus, wo wir eigentlich hin müssen? Ja, stimmt. Dem müssen wir ja helfen. Da war was. Das haben wir ja ganz vergessen. Ah, jetzt sind wir unsichtbar. Jetzt können wir helfen. Taschen! Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was? Wieso sagt sie endlich? Stopp. Unterrepetiergewehr. Reparieren. Hilfe, Stimpack. Müssen wir schon wieder. Buffout nehmen wir rein. Wir nehmen dann noch einen Stealth Boy, nehmen wir noch dazu. Super. Der ist weg. Das war die gerechte Strafe. Tachchen. Nein, nein. Alles gut. Wir gehören zusammen. Nein, Schatzele. Alles gut. So, jetzt sind wir, glaube ich, langsam, aber sicher. Hammer Time. Oh ja, das ist auch eine gute Idee gewesen. Ach, das ist die Kamera, die da ständig läuft. Ja, okay, jetzt. So, machen wir Licht an hier. Hammertime wäre richtig gut. Doch, die Idee war gut. Hätte man nehmen können. Hätte man echt nehmen können. Ja, ist richtig. Was ist das? Zigaretten, ne? Ja. Er steht da. So, die Tür machen wir zu. Hier gehen wir uns nochmal umgucken. Irgendwelche wichtigen Bücher. Nicht, dass ich wüsste.
Halt, der ist eh leer gewesen. Oh komm, laufen wir mit dem Negligé rum. Ach. So, Tür zu. Das sind doch automatische Mark 7. Ich wusste es doch. Oh. Hallo, Gary. Ich komm gleich. Jesus. Entschuldige. Was haben wir da? Ach, ein Steak. Steak liegt einfach mal so mal da rum. Falls du am Leben bleiben willst. Kein Problem, das machen wir schon irgendwie. Ich muss ihm helfen, sagt er. Interessanter. Die ganze Nacht am Werk. Ich glaube, sie stehen kurz davor, durch die Innenwände zu brechen. Folge mir. Ich werde nachsehen. Ja, langsam, langsam, langsam. Jo, du hast hier Raketen dabei, Digga. Was ist für ein Experiment hier? Was denn du da? Weg ist er. Ach, du ahnst es nicht. Wie soll ich das alles tragen? Sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Okay. Oh. Können wir die Minigun auch gleich wieder fallen lassen, wenn da nichts drin ist. Energiezellen, ja. Und zwar für das Plasmagewehr, das dreistrahlige. Nee, eben nicht. Auch nicht. Okay, nehmen wir die Maschinenpistole. Jo, wir spielen dann mit einer Angelrute. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Hey, hier drüben. Ding, ding. Es sieht so aus, als ob sie von da oben irgendwo reinkämen. Aha. Schnell, voll. Ich komm gleich. Was ist mit den Hunden? Achso, du kommst von da. Ach, von da oben. Okay. Geh durch diese Türen und die Treppe rauf.
Finde raus, wo sie reinkommen und halte sie auf. Ich behalte hier die Kameras im Auge. Los! Alles klar, Mr. Ghoul. Durchbruchstelle schließen. Indem ich... Stop it! Das war die gerechte Rache. Punga wird dich verschlingen. Alter Schwede, geh nicht mehr auf den Piss. Entschuldigung. Vorbei. Jetzt. Doppelläufige Patronen. Sehr gut. Doppelläufige Patronen. Nix. Axt. Könnten die Axt mitnehmen. Aber ich glaube, das wird auch nicht viel. So, warte mal. Ach, schmutziges Wasser genommen. Naja, besser als nichts, oder? Links oder rechts? Witzig. Oh, gefunden. Na, was haben wir denn da? Aua! Sag mal, spinnt ihr? Ach, guck mal, wie wir rumlaufen. Ach, wir haben ja keine Rüstung mehr, nix mehr. Okay, dann ist das kein Wunder. Kampfrüstung für'n Arsch. Helm für'n Arsch. Nee, Helm funktioniert. Okay, andere Waffe. Nehmen wir Jack? Wir nehmen Jack. Jesus! Arbeiter Overall bringt nicht viel. Repair 10. Komm, ziehen wir ihn an. Besser als nichts, oder? Unfassbar. SR3.
Eine Mundharmonika. Ach. Ja, klar. Tod den Unerreichbaren. Unten. Haben wir noch? Biokanister. Okay, wir nehmen mal den Chinesen, ne? Okay, da waren wir drin. So, jetzt kommen sie. Ins Traumland. Ja, verschwinde ins Traumland. Richtig, du hast es erfasst. Okay, das sieht gut aus. Alter, was können die ab? Jetzt. Oh. Nee, 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 du haust hier nicht ab. Nee, 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 hier bleiben. Ins Traum bleiben. Schön hier bleiben. Die Waffe ist ganz schön heftig, die die da haben. War ganz schön Belastung hier reingekriegt. Flammenwerfer. Sollten wir den jetzt mal auspacken, oder was? Ich glaube, wir brauchen echt... den Flammenwerfer. Die sind so geschickt mit dem Messer. Das ist heftig. Muss was Explosives? Laubbläser. Entschuldigt. Oh, seit langem mal wieder Nuka-Cola. Wie viele? Ja, alle. Wir brauchen noch was zu trinken, Mensch. Waren wir schon dran? Nein? Okay. Hier drüben. Ja. Gut, dass du dieses Loch geschlossen hast. Komm jetzt schnell hier rein. Wie es aussieht, brechen sie gleich vom Ostflügel aus durch. Okay. Ich brauche aber...
Das war die gerechte Strafe. Wie die Hunde da locker drüber laufen. Bevor noch mehr rauskommen. Finde raus, wo sie reinkommen und halte sie auf. Ich werde wieder die Augen offen halten. Alles klar. Hey! Was? Oh. Haben wir den Arbeiter-Overall überhaupt an? Warum haben wir den nicht an? Oh, den können wir reparieren. Okay, Lincolns Hut können wir aufsetzen. Nein! Au. Wo sind wir hier? Ist mir jetzt egal, ob schmutziges Wasser drin ist oder nicht. Raketen. Das, Raketen sind interessant. Spachtel. Außerdem, wieso sind wir so tief gefallen? Oh Gott. Es sind nur noch 30 Schuss und das ist nicht gut. 65 gegenüber 30 gegenüber 31. Okay, abgesägte Schrotflinte raus. Los. Muss ich warten, bis sie kommt, oder was? Was zum Teufel? Geht bleiben! Oh. Au! Ajo! Ah, oh, ich häng fest. Oh. Endlich. Das ist richtig bescheuert. Ich häng voll fest. Okay, das ist schön. Ah! So kommen wir da weg. Das ist gut. So, so kommen wir auch wieder aufstehen. Ja, yeah, so klappt das. So, doppelläufige erstmal wieder reparieren. Sehr gut. Und der andere ist da. Sehr schön. Aber
so richtig, hä? Jawohl! Aber eigentlich haben wir eigentlich eine Jagdflinte? Nee, ne? Doch. Wie viel Schuss? Wozu? Beinahe wäre ich wieder runtergefallen. Alter Schwede. Wie die mich angrinst. Ach. Alter Schwede. So, die andere ist runtergefallen. Das habe ich mitgekriegt. Was habe ich denn jetzt wieder eingesteckt? Irgendeine Axt. Bestimmt. Ah. Ja klar, weg damit. Brauch keine Axt. So, und die andere ist runtergefallen. Ja, tschüss. Ne. Boah. Aber wir sind durch. Können wir alles essen? Und das brauchen wir jetzt auch. Jawohl. Soll ich mit Pümpel zuhauen, oder was? Hallo? Okay, der Schrank geht nicht auf. Schneidbrett. Mit dem Schneidbrett an den Kopf schmeißen. Das geht auch, ja. Oh, noch höher. Alles klar. Safe. Ins Genick. Oh, nicht ducken. Das ist unfair. Schon wieder. Das ist unfair. Hat ich geduckt. Hab ich damals schon gehasst. So. Ja. Aber wir haben uns jetzt versteckt. Wir sind jetzt im Stealth-Modus.
Ey, nicht abhauen! Hallo! Oh nein! Der haut mir ab. So, Waffen doppelläufig wieder reparieren. Jetzt können wir weiter. Alles klar, das haben wir auch. Erschreckt mich schon nicht so. Weniger, durch das sie herankommen können. Folge mir, ich glaube, jetzt kommt ein Sturmangriff. Ach, du Scheiße. Ja, da kommen sie. Schnapp dir so viel Munition und Stimpacks, wie du brauchst. Das wird ein schwerer Angriff. Okay, warte. Minen. Darf ich Minen verteilen? Solltest du sie jetzt einsetzen, denn sie könnten jeden Augenblick durch eine der verrammelten Türen hereinkommen. Ja, okay. Okay. So, das haben wir weggeschmissen. Was haben wir noch? Eine Atombombe haben wir noch. Heckenschützen, Holzhammer, Jack, Kampfflinte, Plasmagewehr und Granaten. Na gut. Gut. Jede Sekunde ist es jetzt soweit. Mach dich bereit. Da kommen sie. Im zweiten Stock auf der rechten Seite. Selbst in die Scheiße gelatscht. Ja. Ja. Komm, wir knallen uns mal voll. Keine Ahnung. Da kommen noch mehr. Rechts im ersten Stock. Alter! So unfassbar! Axt jetzt. Das ist ja nicht mehr normal. Nicht mit dem Schießen aufhören. Wo ist... Minigun? Nein, nicht die Minigun. Wo ist der Flammenwerfer? Wo ist der fuck Flammenwerfer? Oh! 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 Oh
dich verschlingen. Ich bin getroffen. Au. Was ist der scheiß Flammenwerfer, ey? Halte dich bereit. Was? Weiter feuern! Endlich! Nicht mit dem Schießen aufhören! Da hat einer eine Minigun? Hat einer die Minigun geklaut? Ist nicht wahr. Ich wusste ja, dass ich fündig werde. Die Punga. Genau, gib das Ding her. So. Mit dem Besitzer die Villa mit der... Okay. Oh, haben wir das durch? Ach, mein Held. Was? Hast du vielleicht gedacht, du kommst hier rein und rettest mich im letzten Moment? Da hast du dich aber gewaltig geschnitten. Ich hatte alles vollkommen unter Kontrolle und musste noch nicht einmal das Notfallsystem benutzen. Was? Das hätte allerdings auch einige der Gemälde übel zugerichtet. Daher ist es doch gut, dass du hier warst. Ich heiße übrigens Desmond. Mitnichten. Aber du hast mir geholfen. Und das ist schon mal was. Ich kann ja nicht als undankbarer Gastgeber dastehen, oder? Also, ich werde dir sagen, was ich tun werde. Ich gebe dir ein paar gute Tipps für das nächste Mal, wenn du zum dramatischen letzten Gefecht antrittst. Okay, überlegene Verteidiger. Keine Ahnung, verdammt. Vielleicht wegen ihrer bescheuerten Religion. Aber wenn ich recht habe, und das habe ich immer, ist hier was anderes im Busch. Das ist der dritte Angriff in einem Monat. Das heißt, dass es jemand auf mich abgesehen hat. Ob Mensch oder Gott, damit kommt er nicht durch. Okay, warum sollte die Villa angreifen? Haben Sie eine junge Frau namens Nadine gesehen? Ich bin schon verdammt lang auf der Welt. Irgend so ein Mädchen steckte vor ein paar Wochen seine Nase hier rein. Aber es lief davon. Okay, warum... Was weiß denn ich? Okay. Hier ist... Ich habe meine Gründe, warum ich hier bin. Auch wenn ich es dir erklären würde. Ich begreife nicht, warum sich überhaupt einer um dieses Dreckloch schert. Sobald ich meine Sache... Die Stammesbrüder sind ein Haufen hirnloser Schwachköpfe. Moment, nicht so schnell. What? Vielleicht kann ich was mit dir anfangen. Ich brauche jemanden, der etwas Drecksarbeit für mich macht. Ich schleuse dich in den Stamm. Du besorgst mir, was ich will. Und ich mache dich so reich, dass dir die Kronkorken zum Arsch rauswachsen. Aber verstauch dir keinen Hirnlappen, während du darüber nachdenkst. Ich habe nicht viel Zeit. Zurück an die Arbeit. Ja. Fuck. Was? Ich muss in... Ich muss weiter zu ihm? Warum? Hast du dir mein Angebot... Ach so, was soll ich... Ja. Du musst lernen, mir zu... Die schlammgeilen Matschbirnen wollen mich umlegen. Und deswegen musst du einen Weg finden, dich in ihre Kommune... Sei ein braves Hündchen. Dann kriegst du vom alten... Nichts einfacher als das. Jetzt gerade weg.
Ja, klar. Ich brauche... Zurück an die Arbeit. Also, ab in Cathedral. Kann ich in der Zeit nochmal ein paar Munition oder sowas? Das ist alles leer. Pistole mit Schalldämpfer, ja, das ist super. Kriegt mir alles nix. Warte mal, die Minigun kann ich ja wieder wegschmeißen, oder? 136 Schuss. Ah! Okay, weg. Die Doppelläufige können wir nochmal reparieren. Und dann gucken wir uns mal nach draußen um. Unfassbar. Und schon sind wir draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Folge vorbei. Längere Folge als sonst, genauso wie den Tag davor. Aber wir haben ja auch ein bisschen was zu tun gehabt. Bye bye, schönen Tag noch. Tschüss. Schön in die Schüssel geknallt, Dankeschön. Tschüsschen. Bye bye, everybody. Ich hab als Nahrung ganzen Kasten bitten.